Ich will von einem Zeitalter berichten, das begann, als Lord Dunsani Pagana seine Götter gab, und das endete, als die 80er in B-Movies versanken. Ich will erzählen von Howard, der Schwert und Muskeln in Tinte bannte, von Lovecraft, der von dunklen und unbegreiflichen Schrecken berichtete, und von Barrow, der vom Mittelpunkt der Erde bis ins Weltall reiste. Ich will euch erzählen von den fantastischen Geschichten. Einige von euch mögen sich daran erinnern, dass ich vor einer ganzen Weile mal ein Video über die Tolkien Fantasy gemacht habe. Damit ihr das nicht nochmal gucken müsst, hier eine schnelle Zusammenfassung. Laut Wiktionary beschreibt Tolkien alles, was mit J.R.R. Tolkien oder seinen Werken zu tun hat. Das heißt, in diesem Kontext wäre Tolkien Fantasy also Fantasy, die Tropes und Ideen aufgreift, die von Tolkien popularisiert wurden. Dazu zählen zum Beispiel Dungeons & Dragons, Wheel of Time, Warhammer, die Elder Scrolls Reihe und Fantasy-Romane von zum Beispiel Markus Heitz und Michael Pankower. In dem Video habe ich außerdem über die Pre-Tolkien-Fantasy geredet, also Fantasy oder allgemein Fiction, die vor Tolkien geschrieben wurde. Zu diesen Autoren gehören unter anderem Robert E. Howard, der Conan und Red Sonja geschrieben hat, H.P. Lovecraft, der den Cthulhu-Mythos und andere Horror-Stories geschrieben hat, und Edgar Rice Burroughs, der Pellucidar, Tarzan und Princess of Mars geschrieben hat. Nach heutiger Genrezuteilung wären Conan und Red Sonja Fantasy, die Werke von Lovecraft wären Horror, die Pellucidar und Tarzan-Reihen wären Adventure und Princess of Mars wäre Sci-Fi. Allerdings wurde zur damaligen Zeit nicht in diesen Genregrenzen gedacht. Damals gab es eine einheitliche Bezeichnung für all diese Stories, und zwar fantastische Geschichten. Der Begriff fantastische Geschichte ist vielleicht ein bisschen zu weit gefasst, einfach weil alles, was wir heutzutage als Fiction bezeichnen würden, hier mit reinfallen würde. Also alles von Märchen bis hin zu fiktiven Reiseberichten würde hiermit hineinfallen. Ich möchte mich allerdings hauptsächlich mit den Magazinen Weird Tales und Heavy Metal befassen, einfach weil die sehr gut zusammenfassen, was ich ausdrücken möchte. Denn in solchen Magazinen wurden Geschichten aus verschiedenen modernen Genres veröffentlicht. Beispielsweise haben Robert E. Howard und H.P. Lovecraft beide für Weird Tales geschrieben. Außerdem ist festzuhalten, dass es nicht wirklich Genregrenzen oder Subgenres gab, wie wir es heute kennen würden. Es existierten zwar Unterscheidungen von zum Beispiel verschiedenen Arten von Horror, aber das war meistens nicht wirklich auf moderne Genre, sondern eher auf die Autoren bezogen. Ich möchte außerdem anmerken, dass Tolkien seine eigenen Werke als Fairy Stories bezeichnet hat. Eine Bezeichnung, die er für andere moderne Fantasy nicht genutzt hat. Allerdings für Märchen und Legenden, wie zum Beispiel den Beowulf-Mythos. Das heißt, zusammengefasst könnte man die Bezeichnung fantastische Geschichte auch als allgemeine Bezeichnung für Fiction nutzen, in der es keine festen Grenzen zwischen den Genres oder den Subgenres gibt. Um ein paar Beispiele für Geschichten mit schwammigen Genregrenzen zu geben, Moonmaid ist ein Sword and Sorcery-Abenteuer mit Helden, Magie und so weiter, aber spielt auf dem Mond. Lovecraft ist zwar Horror, hat aber für die damalige Zeit unüblicherweise fantastische Wesen aus dem Weltraum, parallelen Dimensionen oder auch Traumwelten entnommen. Pellucidar ist eine Hohlwelt mit Dinosauriern, in der es telekinetische Flugsaurier gibt. Conan ist Standard Sword and Sorcery, hat allerdings atlantische Technologie und Elemente von kosmischem Horror. Und Star Wars ist ein klassisches Fantasy-Abenteuer im Weltraum, inklusive Space-Magiern und Lichtschwertern. Diejenigen von euch, die schlau sind als ich, mögen jetzt gemerkt haben, das ist einfach nur Tolkien Teil 2. Und das stimmt. Allerdings hat das auch einen gewissen Grund. Und zwar den, dass vor Tolkiens großen Erfolg das, was wir als Fantasy kennen würden, im Grunde in zwei Bereiche aufgeteilt war. In Kindergeschichten, die also kein ernstzunehmendes Publikum hatten, und in Pulp-Geschichten, die als billig und irgendwie weird galten. Das heißt, Fantasy wurde durch Tolkien populär. Und das sogar zweimal. Zum einen wurde durch seine Bücher das Fantasy-Genre grundlegend geprägt und nachfolgende Autoren haben sich sehr stark auf ihn berufen. Und zum anderen machte die auf seinen Büchern basierende Filmreihe vom Herr der Ringe Fantasy irgendwie populär und teilweise sogar irgendwie cool. Einfach weil es vor dem Herrn der Ringe nicht wirklich einen Fantasy-Film für Erwachsene mit einem großen Budget gab.
Das heißt, man könnte die Filme, die auf Tolkiens Werken basieren, dafür verantwortlich machen, dass wir jetzt Comicbuchfilme und anderen nerdigen Shit haben, weil bewiesen wurde, ja, Erwachsene kaufen das Zeug wirklich. Daher ist es nur verständlich, dass sich nachfolgende Autoren sehr stark an Tolkien orientiert haben. Einfach weil Highbrow-Fantasy für Erwachsene besser klingt als ich habe jemanden gefunden, der mir Titten aufs Cover malt, wir müssen irgendjemanden finden, der eine passende Story dafür hat. Wie es bei Pulp-Magazinen damals üblich war. Nichtsdestotrotz möchte ich eine andere Art von Sci-Fi, Fantasy oder wie auch immer es nennen möchte vorschlagen, und zwar Barovian Fantasy. Und nur fürs Protokoll, Barovian bezieht sich hierbei nicht wie üblich auf William S. Burroughs, der wohl irgendwelche sozialkritische Sachen geschrieben hat und wohl wirklich ein schlauer Typ war, sondern es bezieht sich auf Edgar Rice Burroughs, den Typ, der Tarzan erfunden hat. Und in diesem Kontext wäre Barovian Sci-Fi eigentlich nur Science-Fiction, die Fantasy-Elemente beinhaltet. Was wir zurückgreift zu den fantastischen Geschichten, haben keine Genregrenzen. Um es also nicht an einem Autor festzumachen, wäre das Soft-Sci-Fi mit Fantasy-Einflüssen. Und die aus Fantasy entnommenen Elemente können unter anderem Sachen umfassen wie Fantasy-Rassen, also Elfen und Orks im Weltall, in Fantasy-Geschichten übliche Rollen wie Krieger, Magier, Ritter und andere Startklassen aus Pathfinder. Die Settings enthalten häufig Magie oder magieähnliche Effekte und es werden in Fantasy übliche Strukturen aufgegriffen, wie zum Beispiel feudale Systeme oder klerikale Stände. Der Grund, warum ich das ganze Barovian Sci-Fi getauft habe, ist der Grund, dass Edgar Rice Burroughs neben Tarzan auch Sachen wie Pellucida, Moonmaid und Princess of Mars geschrieben hat. Beim ersten handelt es sich um ein Hohlweltabenteuer mit Dinosauriern und dem ganzen anderen tollen Zeug dabei. Und bei den letzten beiden handelt es sich um Sci-Fi-Adventure, die zwar auf dem Mond bzw. dem Mars stattfinden, aber alles im Allen relativ nah an der Standard-Sword and Sorcery Fantasy gehalten sind. Es gibt Schwertkampf, Magie, feudale Stände und das ganze andere Zeug, was wir besprochen hatten. Modernere Beispiele dafür wären sowas wie Star Wars, wo die Jedi im Grunde Space-Magier mit Lichtschwertern sind, und Warhammer 40k, was eigentlich nur Tolkienian-Fantasy im Weltraum ist, was unerwartet gut funktioniert.